Einen wunderschönen guten Morgen hier mitten aus der Fränkischen Schweiz. Ich bin mit dem Marcel unterwegs und mit dem Philipp. Also wir haben uns überlegt, was braucht man an allernötigster Ausrüstung, wenn man generell irgendwo unter Tage möchte oder in irgendeine Höhle rein. Das gilt auch für Altbergbau. Also unsere erzgebirgischen Freunde, einiges davon brauchen wir, einiges nicht. Wir erzählen euch ganz kurz, was wir mitnehmen und warum. Auf geht's. Dieses habe ich nämlich extra hier das Flaschenetikett abgemacht. Ja, wir machen. Das dritte oder vierte Mal, ne? Gestern unten in der Höhle. Klack. Versuchen wir jetzt wirklich ein ernsthaftes Video zu drehen oder ja. Behalten wir das bei? Nee, komm, wir geben uns schon Mühe. Ich habe gerade auf Aufnahme gedrückt. Das ist halt so sinnlos. Wir sind mal wieder 2 Tage in der Fränkischen unterwegs gewesen und sind es noch. Haben unser ganzes Equipment mitgebracht und deswegen heute das Video. Was braucht man, um grundsätzlich erstmal irgendwas zu befahren, was sich unter Tage befindet und man das Gelände dort nicht kennt? Ganz wichtig ist ein Helm. Ein Helm schützt deinen Kopf, da kannst du dir mal einen Kopf stoßen, es können keine Verletzungen entstehen. Wie man sieht, wir haben hier 3 Stück davon. Die Helme sind alle sehr gut zerkratzt und zerschossen mittlerweile. Ohne Helm möchte ich mir gar nicht vorstellen, wie sonst der Kopf aussehen würde. Was auch wichtig ist, eine vernünftige Stirnlampe für einen Helm. Am besten immer 2, falls einem eventuell mal eine Lampe kaputt gehen sollte. Stell dir vor, du hängst in einem 30 Meter Schacht und deine Stirnlampe geht aus. Was machst du denn dann? Und dann bietet es sich an, wenn du einfach zu deiner Zweitlampe fest die einschaltest und hast erstmal wieder deine Ruhe. Das zweite wichtige Equipment-Teil ist festes Schuhwerk, Wanderschuh, Stiefel. Der Philipp hat gern Stiefel an, der Marcel macht gerne die Gummistiefel-Variante. Da muss jeder so ein bisschen seine Vorlieben rausfinden. Was auch wichtig ist bei Gummistiefeln, immer 2 Nummern kleiner nehmen. Die müssen perfekt sitzen, dass du überhaupt nicht drin rutschen kannst. Also so ein großer, wackeliger Gummistiefel ist unbrauchbar. Robuste Kleidung. Wenn es dann ans Thema Höhlenbefahrung geht, empfiehlt sich natürlich so ein Ganzkörperanzug, der nennt sich Schlatz. Der schützt einen einfach vor Feuchtigkeit, Kälte, ja, und den ganzen spitzen Steinen. Eine normale Hose ist da wahrscheinlich sehr schnell hin. Theoretisch, wenn man Erstbefahrungen machen möchte, bietet sich zum Reinschnuppern theoretisch sowas wie eine Panzerkombi. Aber wenn es um Thema Höhlen geht, hat man oft Engstellen, wo es mit dem Kopf zuerst durchgeht oder mit den Füßen zuerst. Und wenn man zum Beispiel nur eine Hose trägt und eine Jacke, man muss mit den Beinen zuerst durch, dann hat man das Problem, dass es die Jacke nach oben schiebt. Und dann, wenn man nicht fit ist, kann das eventuell zu einer Panikreaktion führen, weil man sieht in dem Moment ja gleich gar nichts mehr. Du hast ja dann die Jacke im Gesicht. Und deswegen gibt es solche Kombis, die haben einfach nur Klett vorne, die machst du zu und da kann nichts mehr verrutschen. Ich glaube, das ist so der Hauptgrund, warum sich so ein Schlauz einfach anbietet. Ja. Ja. Ist auch keine große Investition. Wir reden hier von zwischen 100 und 200 Euro. Es geht, wenn man es öfters macht, dann lohnt sich's. Und sind unfassbar robust. Ja. Ja. Was haben wir noch dabei? Knieschoner. Da muss jeder was finden, was ihm passt. Ich habe ganz günstige. Der Philipp hat ein bisschen teurere. Die müssen einfach gut sitzen und dürfen nicht kneifen hinten in der Kniekehle, dann sind sie perfekt. Handschuhe sind ganz wichtig, gerade wenn es dann zum Abseilen geht. Und dann habe ich, oder hat jeder von uns, so einen kleinen Schleifsack mit dem allernötigsten Equipment. Das geht in der Höhle, wo man durchläuft, das geht in einem Altbergbau, das geht auch in Höhlen, wo man dann schon richtig kriechen und klettern muss. Da sind 2 essentielle Sachen drin. Das eine ist ein Erste-Hilfe-Kit, das andere sind Ersatz-Akkus und eine Lampe für Notfall. Auf das Erste-Hilfe-Kit gehen wir mal gesondert ein. Das müssen wir heute nicht abhandeln. Und wenn wir das alles zusammengesammelt haben und haben uns schön angezogen, dann müssen wir das natürlich auch alles transportieren zur Höhle, zum Stollen,
und wieder raus. Dafür haben sich am besten bewährt diese wunderschönen Schleifsäcke. Die gibt es in allen Größen. Ich glaube, der hier hat 60 Liter, ne? 50. Also da passt schon ordentlich was rein. Das hier ist so die 30 Liter Variante, die reicht für einen Tagesausflug. Und hier hätten wir noch einmal die 20 Liter Variante und einmal 10. Also haben wir eigentlich alle Größen da. Ja. Hier ist noch 5. Können wir einen Laden aufmachen? Können wir laden. Also ja, das muss jeder für sich selber wissen, aber eine Flasche zu trinken, wie gesagt, das Erste-Hilfe-Kit und die Ersatzakkus, das muss halt transportiert werden, das muss geschützt werden vor den ganzen Dreck, vor Feuchtigkeit und die heißen Schleifsackweise durchgeschleift werden. Also die müssen wirklich was aushalten. Da sind auch solche ganz dünnen Drybags aus Polyester von Amazon nicht die richtige Wahl. Den zieht man da einmal durch, dann ist er offen. Und dann können wir eigentlich auch schon losbefahren. Damit hätten wir jetzt erstmal das Nötigste, was wir brauchen, um sicher eine Höhle zu befahren. Erste-Hilfe-Kit machen wir separat, weil da auch ein paar Sachen dazugehören, die wichtig sind. Und jetzt gehen wir über zur Thematik Schachthöhlen, Klettern. Was brauchen wir dazu? Auf jeden Fall erstmal einen Klettergurt. Klettergurt gibt es ganz viele. Der Philipp hat seine eigenen Vorlieben, der Christian hat seine eigenen Vorlieben, so wie jeder andere auch. Ich habe mir einen Gurt von Pezel gekauft. Das ist dieser hier. Er ist verdammt minimalistisch. Er hat einfach nur zwei Beinschlaufen und noch eine Schlaufe, die um den Rücken geht. Gehalten wird das alles nur von einem Karabiner. Den gibt es als Trilog oder als Schraubkarabiner. Muss auch wieder jeder entscheiden, wie er es gerne hätte. Ja, dass man sieht, mehr Gurt ist das gar nicht. Das ist von Pezel einer, der direkt für Höhlenbefahrungen gebaut wurde. Und den ziehe ich mir jetzt erstmal an und dann schauen wir mal, was alles hier noch ran muss. Also der Marcel, der war jetzt mal so nett und hat seinen Gurtner angezogen und seine Höhlenrüstung. Das ist natürlich cool. Was unterscheidet einen Höhlengurt von einem normalen Sportklettergurt? Erstens, die sind sehr schmal geschnitten, aus sehr robustem Gurt gefertigt, damit die nicht abreiben und der zentrale Ankerpunkt, die sogenannte D-Öse, befindet sich sehr, sehr weit unten, da. Und das ist einfach aus dem Grunde, dass man, wenn man eine Schachthöhle befährt, wo man 40 Meter runter und 40 Meter wieder hoch muss oder mehr, dass man die Wegstrecke besser zurücklegen kann, weil durch den tiefen Einbaupunkt hat man einen extrem langen Hub mit Handsteigklemme und Bruststeigklemme. Dafür ist es gedacht. Wir fangen jetzt an Marcel seinen Gurt die Sachen ranzubauen, die man unbedingt braucht, um sicher nach unten und sicher wieder nach oben zu kommen. Und danach, was man noch so mit haben kann, ich denke, das wird ganz nett. Das erste Teil, was man braucht, um in der Höhle nach unten zu kommen, ist natürlich ein Abseilgerät. Es gibt viele verschiedene Modelle. Wir hängen das mal an Marcel seinen Gurt. Symbolisch ist es jetzt verbaut. Es gibt spezielle Abseilgeräte für Höhlen, Pezel Stop, Pezel Simple, SRAG. Es gibt hunderte. Die haben sich als sehr brauchbar erwiesen, weil die noch sehr gut funktionieren, wenn sie dreckig sind. Um aus der Höhle wieder herauszukommen und nach oben aufzusteigen, benutzen wir eine Kombination aus Bruststeigklemme und Handsteigklemme. Wir bauen jetzt hier mal die Bruststeigklemme an. Bruststeigklemme, genau. Und die wird am Seil mit nach oben geführt durch diesen wunderschönen Hosenträger hier, der nennt sich Pezel Torso. Für die Redundanz und damit man mit dem Fuß nach oben steigen kann, braucht man eine Handsteigklemme mit einer Fußschlinge. Also Fußschlinge hätten wir einmal hier. Die lässt sich, je nachdem wie man es gerne hätte, nach eigener Körpergröße und der Länge verstellen. Das hier wäre einmal die Redundanz. Das heißt, wenn irgendwas schief gehen sollte, zum Beispiel hier löst sich was, geht was kaputt, ich sag nach unten, Handsteigklemme hängt immer noch im Seil, kann nichts passieren, weil ich immer noch in meiner Redundanz drin hänge. Und wichtiger Grund, diese Leine noch, falls sie mal abstürzt. Genau. Also für alle, die auch Bruststeigklemme, Handsteigklemme klettern wollen, merkt euch das. Diese Safety Line hier ist eure Lebensversicherung. Wenn es die Bruststeigklemme aushängt, weil er über irgendeine Kante drüber klettert, dann fällt er runter, wenn er diese Safety Line nicht drin hat. Wenn er die Handsteigklemme loslässt
und die fällt runter in den Schacht rein, dann kommt er das Seil nicht mehr hoch. Also es ist auf jeden Fall wichtig, dass die Handsteigklemme fest verbunden ist mit der Zentralöse. Alles andere macht keinen Sinn. Das reicht auch eine Bandschlinge. Das kann man auch mit einer Bandschlinge machen. Hauptsache, die ist verbunden. So, da hat der Marcel jetzt hier schon die Grundausrüstung so gut wie dran. Damit kommen wir schon mal hoch und runter. Was man noch unbedingt mitnehmen muss, da gibt es auch keinen Weg dran vorbei, sind Bandschlingen. Das sind hier jetzt ein bisschen viele. Das reichen zwei. Wir tun das mal symbolisch auch mit daran dekorieren. Und bei Schächten mit Umbaustellen, da wird es dann aber schon richtig kompliziert. Dann braucht man diese wunderschöne Y-Schlinge, dass man, wenn man umsteigt, einfach sicher am Seil hängt. Die ist auch speziell für Höhenbefahrung entwickelt. Ein langes, ein kurzes Ende. Wie man umbaut, darauf wollen wir nicht eingehen. Nee. Was es noch gibt, wenn man die Y-Schlinge nicht haben möchte, sind solche einstellbaren Standplatzschlingen. Damit kann man sich kurz sichern. Die kann man in der Länge verstellen. Die gehen, glaube ich, sogar unter Last wieder zu entlasten und zu verlängern. Die machen sich auch sehr gut. Funktionieren auch in der Höhle. Haben wir schon getestet. Sehr gut sind die Dinger. Das wäre die Alternative zum Y. Was man aber bedenken muss, man hat damit die Möglichkeit, nur an einem Punkt zu hängen. Mit der Y-Schlinge kann man gleichzeitig in zwei Punkten hängen. Genau. Das wäre jetzt erstmal die Grundausrüstung, um sicher nach unten und wieder nach oben zu kommen. Da gehört natürlich auch ein Seil dazu, sonst funktioniert es nicht. Das machen wir nachher. Je komplexer die Höhenbefahrung wird, desto mehr Ausrüstung braucht man. Das versteht sich natürlich von selbst. Wir fangen jetzt mal an, ein paar Sachen ranzuhängen, die man mitnehmen kann, die man aber nicht immer braucht oder nur in bestimmten Situationen. Auf geht's. Das Erste, was man nie genug dabei haben kann, sind eigentlich Karabiner. Je mehr, desto besser. Bei Höhlenbefahrungen werden ausschließlich Stahlkarabiner für die Ankerpunkte verwendet, weil die am robustesten sind. Was sich gut bewährt hat, sind ganz normale Schraubkarabiner. Das ist nämlich auch eine Preisfrage, wenn man dann da mal 10 Stück eingebaut hat. Ihr wisst selber, was so ein Ding kostet. Bandschlingen kann man eigentlich auch nie genug mit haben. Hier haben wir mal ein paar schöne, viele Bandschlingen in allen Farben, Formen und Längen. Wir hängen das alles bei Marcel ran. Was ich noch als sehr sinnvoll empfiehlt, ist ein Abseilgerät als Redundanz. Also falls mein Abseilgerät mal runterfallen sollte, das kann eigentlich nicht passieren, weil die sind so konstruiert, dass man sie aus dem Gurt nicht mehr aushängen muss. Da kann man das Seil einhängen, ohne dass man das vom Gurt abmachen muss. Auf jeden Fall ein zweites Abseilgerät macht sich immer gut. Da reicht ein Achter oder ein Tube. Ja, sowas. Ein Achter mit Klemmknotenschnur. Dann hat man ein Backup dabei. Kann ja auch mal sein, am Abseilgerät verkantet sich irgendwas oder, ne? Und ja, schön. Schön. Haben wir alles. Was auch mal wichtig ist, Seilschoner. Ja. Es gibt viele schöne abgenudelte Ecken und Kanten. Da kann man das Seil theoretisch problemlos drüberlegen, aber wenn man doch scharfe Kanten hat, bieten sich einfach Seilschoner an. Ja, wir haben verschiedene Seilschoner. Haben sich eigentlich alle bewährt bis jetzt. Auch ein Feuerwehrschlauch geht. Damit kann man arbeiten. Der macht, was er soll. Das Schöne an dem Video ist, der Marcel befährt dann so noch die Höhle hier hinten. Mit dem ganzen Gear. Da bleibe ich nach den ersten 5 Meter stecken. Kleiner Ausflug zu den Abseilgeräten. Viele Leute fragen immer, was habt ihr für Abseilgeräte, warum, wieso, weshalb. Wir haben hunderte Abseilgeräte, wir haben gar nicht alle hier liegen. Und es gibt für jedes Abseilgerät einen Einsatzzweck. Das ist das Problem an der Sache. Und dann gibt es auch noch persönliche Favoriten. Jeder mag was anderes gerne. Was sich auf jeden Fall nicht bewährt hat und was eher suboptimal ist, ist zum Beispiel sowas wie ein Kri-Kri. Das ist einfach nicht für eine Höhle gedacht. Wenn das Scheißseil dreckig ist, dann geht da nichts mehr. Das macht dann keinen Spaß, sich damit abzuseilen. Die sind nicht dafür gebaut, dass die mit Lehmkruste und nassen Seil gut laufen. Die sind zum Sportklettern entwickelt worden und dafür funktionieren sie super. Und damit sollte das Thema eigentlich gegessen sein. Damit ist das Thema abgehakt. Also wer sich beim T5-Klettern damit abseilen will, okay. Ja. Für mehr auch nicht mehr. Ist einfach so.
Man kann sich, ja, es funktioniert, aber nicht in der Höhle. Und nicht im Altbergbau, vergesst. Was sich auch nicht bewährt hat, ich habe jetzt hier mal symbolisches Lochi mitgenommen, sind Abseilgeräte mit Panikbremse. Das ist genau das, was man in der Höhle nicht braucht. Viele Leute versprechen sich davon eine gewisse Mehrsicherheit. Das Problem ist, ich kann mir kein Seil geben. Wenn ich irgendwo langlaufen muss, irgendwo runtergucken will, ich kann da kein Seil rausziehen, weil jedes Mal die Panikbremse reingeht. Also die Dinger sind auch für eine Höhle unbrauchbar. Was sich bewährt hat, sind die einfachsten der einfachsten Abseilgeräte. Achter, Tube, Simple. Beim Simple muss man mit einer Hintersicherung arbeiten, das hat keine Bremsfunktion. Ist Stopp, was super angenehm ist. Da hat man einen schönen Hebel, kann man ziehen, lässt sich ab. Hier ist nochmal der Tube. Wenn man irgendwo im Doppelseil runter muss, da kannst du ein Seil durchstecken, total verkrustet. Das interessiert das Ding nicht. Das funktioniert. Aber lass Kri-Kri zu Hause. Seile. Seile haben wir, also wir haben viele Seile. Wir bauen jetzt ein Marcel zu mit den Seilen. Es ist schon belastend gerade. Darf ich wenigstens noch drüber rausgucken? Ich habe mir das gerade in die Nase gesteckt. 3, 2, 1, Action! Es ist immer sehr wichtig, sich mit ausreichend Seilen auf einer Bewahrung einzudecken. Seil kann man nie genug haben. Oh Gottes Willen. Was ist die Frage aller Fragen, wenn es um das Thema Seil geht? Es gibt theoretisch drei Seile. Statikseile, Dynamikseile und Baumarktseile. Seile aus dem Baumarkt, Finger weg davon. Ich sage das ehrlich gesagt sogar gar nicht mehr so zum Spaß, weil ich es doch schon des Öfteren sogar gesehen habe. Dass solche Seile verwendet werden, das ist Irrsinn. Dynamikseile sind nach wie vor einfach dem Sportklettern oder fürs Sportklettern gemacht. Haben in der Höhle absolut überhaupt nichts zu suchen. Also bleibt Statikseile übrig. Wir bewegen uns am Seil direkt. Darum Statikseile, ganz einfach. Industriekletterer machen es ja auch nicht anders. Die nächste Frage ist, die sich so einem stellt, wenn man sich mit dem Thema Seil beschäftigt. Wie stark sollte das Seil sein? Es geht ja von 9, ich glaube, bis 12 mm, 13. Wenn man sich irgendwo am Fels abseilen will oder in einer trockenen Höhle, dann kann man auch ein Seil nehmen, was vielleicht 10,5 mm hat. Aber wenn man sich in einer Höhle abseilt, die sehr lehmig ist, hat man das Problem, dass sich das Seil irgendwann zusetzt. Und so hast du dann aus einem 10,5 mm starken Seil ein 14 mm starkes Seil. Und dann kommt man an das Problem, dass die Geräte nicht mehr funktionieren. Dann fängt man an, das Seil zu stopfen beim Abseilen, zu ziehen. Deswegen, ich denke, was bietet sich an? 9,5 bis 10 mm ist eine gute Wahl für ein Höhlenseil, dass man sich auch mal dran bewegen kann, wenn es langsam zugeschmandet ist. Und dann ist auch wieder die Sache, was wir vorhin gesagt hatten, ein vernünftiges Abseilgerät. Bei dem Petzl Stop, was ich sehr gerne verwende, habe ich auch das Problem, sobald ein Seil, was eh schon dicker ist und das noch verschmandet ist, läuft es auch nicht mehr durch. Deswegen wählt ein dünneres Seil, was wirklich für Speologie entwickelt wurde. Und damit kann man eigentlich gar nichts falsch machen. Wenn man die richtigen Knoten macht, dann... Richtig. Knoten ist das Nächste, aber darauf werden wir nicht eingehen. Nee. Knoten ist verdammt wichtig. Und was ich noch so als Anmerkung habe, weil wir vorhin immer mehr an den Gurt gepackt haben, am Gurt selbst bestmöglichst so wenig mitnehmen oder das Nötigste mitnehmen einfach. Also wirklich, dass man am Seil runterkommt, dass man am Seil wieder hochkommt und sagen wir mal 2 bis 3 Bandschlingen. Es macht natürlich auch immer Sinn, dass man zusätzliche Sachen in seinem Schleifen genau, in so einem Sack drin hat. Also Erste-Hilfe-Zeug, eine Flasche zu trinken, ein kleiner Riegel und Zusatzzeug fürs Klettern. Kann ja immer mal was kaputt gehen, wie auch immer. Deswegen eigentlich der ganze Mist. Naja, auf jeden Fall, wenn noch jemand eine Frage hat oder wir nochmal was speziell abfilmen sollen, dann sagt Bescheid. Wir werden jetzt den Schacht da hinten befahren oder die Höhle. Der Marcel nimmt das alles mit. Wir testen das mal. Packen wir noch was drauf. Packen wir noch ein bisschen was drauf. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Geht raus und macht was. Ciao, bis bald. Ah, ah.
Wo ist denn der Stuhl? Der klebt er beim Arsch. Der hängt. Der hat einfach auch Seil, das Ding. Das ist halt einfach nur eine Katastrophe, das ganze Scheißklo, ja. Ne? Sie sagen, was du willst. Danke fürs Zuschauen. Und was wir noch natürlich noch gar nicht gesagt haben, wir befinden uns hier eigentlich auf Geheimmission. Wir haben ein Schlammloch gefunden. Und das ist einfach nur hinter dem Gebüsch. Und da ballern wir jetzt durch. Zum Baden. Zum Baden. Ich denke, wir zeigen euch dann mal, wie wir wieder rauskommen. Ja, es ist alles sehr sauber. Auf jeden Fall. Und ich denke, von der Farbe wird nachher nicht mehr viel zu erkennen sein. Und genau deshalb empfehlen wir auch, einen Schlatz mitzunehmen und einen Helm aufzusetzen. So sieht man dann aus. Es ist halt einfach nur gestört. Und deswegen finde ich zum Beispiel minimalistische Ausrüstung wie Höhlengurte gar nicht so verkehrt. Weil am besten so teuren... Na, nee, das ist perfekt. Ich sag, das ist perfekt. Das kann man auch mal abkerschen. Ich bin auch durch jetzt. Wir waren 2 Stunden weg, oder? Zweieinhalb. Ja. Ja. Also, ja, man sieht's. Kann man mal gemacht haben. Kann man mal gemacht haben. Sollte man gemacht haben. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.